Servus, Freunde des Ballsports. Manuel Neuer wird im Spiel gegen Japan in der WM in Katar die One Love, die Regenbogenarmbinde tragen. Und genau das könnte jetzt dazu führen, dass ihn eben eine harte Strafe von Seiten der FIFA erwartet. Alles darüber erfahrt ihr hier in diesem Video. Bevor das Video startet, kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe einen Bundesliga-Inside-Discord erstellt für die Community, für alle Bundesliga-Interessierten. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, erster Link in der Beschreibung. Und on top gibt es auch noch für die ersten 100 Mitglieder was zu gewinnen. Was genau, das erfahrt ihr auf dem Discord. Also schaut gerne vorbei und damit Video ab. Dass bei dieser WM auf jeden Fall politische Zeichen nicht gezeigt werden sollen, das hat man ja spätestens daran, dass Dänemark untersagt wurde mit einem Trikot mit der Aufschrift Menschenrechte für alle von der FIFA verboten wurde. Denn man wollte nicht, dass so ein politisches Statement in diesem Turnier gesetzt wird. Ähnliches könnte sich jetzt eben Manuel Neuer ereignen, denn man möchte auch nicht, dass man eine Regenbogenbinde in dem so streng konservativen Land, wenn man das jetzt einfach mal so sagen kann, Katar getragen wird. Denn wie die meisten wahrscheinlich von euch wissen, ist Homosexualität in Katar eine Straftat, was beispielsweise mit Peitschenhieben geahndet wird. Manuel Neuer wird diese Binde aber tragen. Er wird die One Love Regenbogenbinde als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im Spiel gegen Japan tragen und das könnte ihm eben sehr, sehr harte Konsequenzen einhandeln. Denn wie jetzt veröffentlicht wurde, könnte es zum einen natürlich eine Geldstrafe für Manuel Neuer geben, die es aber der DFB wahrscheinlich übernehmen würde. Zum anderen könnte aber eine Sperre drohen, denn es ist wohl aktuell so davon die Rede, dass möglicherweise, dass er eine gelbe Karte vor dem Spiel bekommen würde. Bedeutet, jedes Mal, wenn er diese Binde trägt, kriegt er eine gelbe Karte. Bedeutet, schon nach dem zweiten Spiel würde er quasi dann das dritte Gruppenspiel fehlen und würde immer wieder gelbe Karten dafür bekommen, diese Binde zu tragen. Wobei natürlich auch noch nicht ausgeschlossen ist, dass er beim zweiten Mal tragen eine schlimmere Strafe bekommen würde. Offiziell fällt diese Binde natürlich nicht so richtig unter politisches Statement. Die FIFA gibt das damit an, dass sie eben sagen, ja, bei solchen offiziellen FIFA-Events muss man eben offizielle Kleidung tragen, die eben von der FIFA genehmigt wurde oder von der FIFA bereitgestellt wurde. Und da gehört diese eben One Love Armbinde, diese Regenbogen-Kapitänsbinde eben nicht dazu. Bevor das Spiel jetzt der deutschen Nationalmannschaft stattfindet, will wohl der DFB sich nochmal mit anderen Nationalteams zusammensetzen, die ebenfalls beispielsweise diese Binde tragen wollen, unter anderem auch Harry Kane, denn der möchte bereits diese Binde heute tragen. Ist die Frage, ob da eine ähnliche Strafe dann vollzogen werden würde. Man ist sich da also noch in der Beratung und gespannt, wie dann die FIFA reagieren würde, wenn man sich quasi ihren Anweisungen widersetzt. Ist auf jeden Fall ziemlich krass, finde ich sehr, sehr irritierend, aber eure Meinung würde mich dazu mal interessieren. Gerne mal in die Kommentare damit. Bis dahin, Leute. Ciao.